Da Sie das Thema Belarus ansprechen, vielleicht darf ich ganz kurz auch dazu Stellung nehmen und dann wird der Kollege aus dem AA sicherlich noch präzisieren. Ich will noch einmal auch auf die Bilder, die extrem beeindruckenden Bilder des Wochenendes zurückkommen. Die Menschen in Belarus zeigen ja weiterhin sehr viel Mut und sie haben am Wochenende wieder in sehr großer Zahl ihren friedlichen Protest auf die Straße getragen. Sie müssen die Möglichkeit haben, die Geschicke ihres Landes mitzubestimmen und die Behörden sind aufgerufen, die Rechte auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu wahren. Es ist aus unserer Sicht der falsche Weg, dass jetzt ganz offenkundig der Repressionsgrad des Regimes, der Führung in Minsk wieder spürbar steigt. Das gilt für die Entlassung von Streikenden in den Betrieben. Das gilt auch für die sehr martialische Drohkulisse, die Herr Lukaschenka am Wochenende aufgebaut hat. Wir haben alle am Wochenende ja die entsprechenden Bilder gesehen und die Äußerungen gehört. Ich will außerdem noch hinzufügen, dass die Bundesregierung darüber erschüttert ist, dass Berichten zufolge im Zuge der Proteste und der Inhaftierungen von friedlichen Menschen auch Menschen umgebracht wurden. Es gibt jetzt Berichte über einzelne Funde von Leichen und das muss lückenlos aufgeklärt werden. Ein Dialog zwischen der Staatsführung und der belarussischen Gesellschaft ist angesichts dieser Situation dringlich. Wir wiederholen noch einmal unsere Überzeugung, dass die OSZE diesen Dialog vermitteln könnte. Und wir begrüßen es deshalb, dass der amtierende OSZE-Vorsitzende Ministerpräsident Rama aus Albanien die Bereitschaft der OSZE zu einer Vermittlung in einem Brief an Herrn Lukaschenka bekräftigt hat. Nachfrage dazu? Ich kann vielleicht nur ergänzen zu den aktuellen Meldungen, auf die Sie sich beziehen. Auch wir verfolgen diese Meldungen sehr, sehr aufmerksam, dass Mitglieder des Koordinierungsrats festgenommen worden sein sollen. Das wäre aus unserer Sicht inakzeptabel. Und daher auch hier nochmal unser dringender Ruf, dass es keine Gewalt gegen friedliche Demonstranten geben darf. Die Rechte der Opposition gewährleistet werden müssen. Und alle Gefangenen, also die Menschen, die gefangen gehalten werden, nur aufgrund der Ausübung ihrer demokratischen Rechte, unverzüglich freigelassen werden sollen.